Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Ich habe beim letzten Mal nach der Aufnahme noch ein bisschen in Kapitel 1 herummarodiert, sage ich mal, um hier, wenn wir uns unten die Prozente angucken, ein wenig das Ganze zu erhöhen. Also 92% habe ich mitgekriegt, ist, wenn wir auf Normal spielen, das Höchste, was wir erreichen können. Ich nehme an, jeweils 4% kommen dann noch drauf, wenn man es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad macht. Also maximal 92% derzeit möglich. In Pans Tempel habe ich das leider noch nicht, weil wir natürlich dieses eine Waffen-Upgrade dort noch nicht holen konnten. Da hatten wir ja auch dastehen, eure Fertigkeiten reichen momentan nicht aus, um da ranzukommen oder irgendwie so. Müssen wir also irgendwann später nochmal holen. Und hier im See des Vergessens, also es gibt jeweils immer eine Zusatzmission, muss ich noch dazu sagen. Wenn man es nochmal spielt, gibt es immer noch eine extra Mission. Im See des Vergessens ist das... Weiß ich nicht, wie man das machen soll, ganz ehrlich. Da ist die Zusatzmission, den Eistitanen innerhalb von 1 Minute 30 zu besiegen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich habe es probiert, keine Chance. Ich habe es, glaube ich, gerade mal bis zu ihm an die Brust geschafft und dabei habe ich keinen Fehler gemacht. Also, nee, ich glaube, ich bin gerade so bis auf den Rücken gekommen. Aber da muss man ja noch den Rücken und den Kopf angreifen. Also, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich habe keinen Fehler gemacht, wie gesagt. Ich habe es so schnell, wie es ging, durchgezogen. Ich weiß nicht... wie man das schaffen soll, in 1,5 Minuten den Eistitan zu besiegen. Das habe ich also wirklich nicht geschafft. Bei allen anderen habe ich die Zusatzmissionen abgeschlossen. Pans Tempel war dabei das leichteste, weil man da einfach nur das Rätsel in 5 Zügen machen musste. Das habe ich ja schon beim ersten Mal geschafft. Und bei den anderen, ja, hier zum Beispiel 50 Goblins musste ich töten. Hier durfte ich mich nicht heilen bei der Wolfshatz. Und beim ersten gab es, glaube ich, gar keine Zusatzmission. Genau, dadurch habe ich jetzt auf jeden Fall noch einiges an Erfahrung dazu bekommen und ich habe noch die restlichen Magiesteine eingesammelt. Das waren, glaube ich, 2 Stück. Einer hier in Pans Tempel und einer im Totensumpf, glaube ich sogar. Und einer in der Fährte? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt dadurch die erste Erweiterung unseres Lebens erreicht und wir werden uns jetzt ins Kapitel 2 stürzen. Mal sehen, John Connery sollte ja nicht mehr mit dabei sein, denn der geht ja ins Reich der Vampire, glaube ich, während wir ins Reich der Werwölfe gehen oder irgendwie so, ne? Noch eine Änderung, ich spiele jetzt hier auf dem Xbox-Controller, mit dem funktioniert es tatsächlich, also es gibt eine Controller-Unterstützung, aber nur für Xbox-Controller, finde ich super sowas, nicht. Naja, aber da ich jetzt sowieso einen habe für meinen Final Fantasy Let's Play, habe ich mir gedacht, spiele ich es dann hier auch gleich. Muss ich bloß mal schauen, ob ich mich erst noch ein bisschen eingewöhnen muss. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Auf in Kapitel 2. Es geht los mit dem verzauberten Wald und es scheint ein paar Level mehr zu geben hier in dem Kapitel. Ich bin gespannt. We part ways, he and I. My instincts tell me he is filled with hope. A hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart, who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Klingt interessant. Du hast einen Hauptcharaktereintrag freigeschaltet. Ich dachte mir, dass es zu John Connery ist. Sobek heißt der Freund also. Wenn man den Chroniken der Bruderschaft Glauben schenken darf, ist Sobek einer ihrer am längsten dienenden Krieger. Die Liste der Heldentaten, die ihm zugeschrieben werden, ist ebenso beeindruckend wie sein umfangreiches Wissen über die Kunst des Krieges. Trotz seines Alters kann er mächtige Kampffähigkeiten zum Einsatz bringen. Seine Lieblingswaffe ist ein einfaches Langschwert, das er mit großem Geschick schwingen kann. Ungewöhnlicherweise trägt er gerne die altmodische Uniform der Bruderschaft des Lichts, von der er sagt, dass er sie von einem seiner Vorfahren geerbt hat. Einem Gründungsmitglied des Ordens. Na dann, wollen wir mal. Moment, ich muss bloß mal ganz kurz die Lautstärke auf meinem Headset, auf meinem Kopfhörer ein bisschen runterdrehen. So, dann wollen wir mal. Oh, ich glaube, das war nicht richtig.
Gut, probieren wir es gleich nochmal. Ich habe das Leuchten etwas zu spät gesehen. So, mal sehen, ob ich es auch hinkriege. Also ich habe schon die anderen Levels auch mit dem Controller gespielt. Allerdings bin ich mir nicht mehr 100% sicher bei allen Sachen, welche Taste ich drücken muss. Mal schauen, wie das läuft. Eine weitere Schriftrolle von einem Ordensritter. Mein Waffenbruder ist vorangegangen, während ich mich hier eine Weile ausruhe. Die Hitze der Sonne brennt unbarmherzig und meine Wunden machen mir immer noch zu schaffen. Ich überließ ihm meinen Lebensstein in der Hoffnung, dass er vor Einbruch der Nacht Proviant findet, denn unsere Vorräte sind bald aufgebraucht. Er ist ein guter Kerl, stark und willig, aber er muss noch lernen, im Kampf Geduld zu üben, wenn er überleben will. Ich hoffe, ich habe ihm den Lebensstein nicht umsonst gegeben. Naja. Lass mich raten, doch du hast. Ups. Ich hätte es schon ganz gern eigentlich nach da drüben geschafft. Ich weiß nicht, ob es gar nicht möglich ist. Achso, wir können auch zur Not hier einfach nochmal hochhüpfen. Aber ich glaube, hier oben gibt es sowieso nichts für uns. Na gut, dann lass mal runtergehen. Ich schaue nochmal ganz kurz hier hinter dem Wasserfall. Ah, kein Kamerawechsel. Ich hatte vielleicht gehofft, dass hier noch irgendeine Leiche rumliegt, die wir noch plündern können. Leichenflatterer aus Leidenschaft. So, hier oben ist sonst auch keiner mehr. Okay, dann lass mal hier runtergehen. Also es war teilweise ganz witzig, wie man da doch in irgendwelche Ritzen reinkriechen musste, um die versteckten Lebenssteine zu finden. Das sind neutrale Elementarsphären. Okay. Dank des Lichtmagie-Medaillons, das du von Sobek hast, kannst du sie absorbieren. Stimmt, da war was. Drücke und halte die linke Stick-Taste, um diese neutralen Energiesphären in den Lichtmagiebehälter zu absorbieren, ehe sie verschwinden. Okay. Du hast gerade neutrale Energie in Lichtmagie umgewandelt. Drücke den linken Bumper, um deine Lichtmagie zu aktivieren. Okay, das ist der Bumper. Greifst du Feinde an, während die Lichtmagie aktiviert ist, dann regeneriert sich deine Gesundheit. Oh, allerdings leert sich hierbei auch dein Lichtmagiebehälter. Setze diese Kraft also mit Bedacht ein. Feinde lassen keine neutralen Energiesphären fallen, während deine Magie aktiviert ist. Du erhältst durch das Töten von Feinden nur dann, ja, egal. Du kannst die Lichtmagie nach Belieben an- und ausschalten, indem du den linken Bumper drückst. Das mache ich auch gleich mal. Lichtmagie. Wenn du angreifst, während die Lichtmagie aktiviert ist, regeneriert sich deine Gesundheit. Allerdings auf Kosten deiner Lichtmagie-Energie, das haben wir gerade schon gehört. Noch irgendwas Neues? Linke Stick-Taste gedrückt halten, wissen wir. Okay, nichts Neues mehr ansonsten. Neue Talente im Reisetagebuch. Na, da schauen wir doch gerne mal rein. Lichtblitz. Synchrones Blocken bei aktivierter Lichtmagie löst einen Blitz aus magischem Licht aus, der in der Nähe befindliche Feinde blendet. Der erste Angriff gegen einen geblendeten Feind richtet zusätzlichen Schaden an. Der Effekt wird dadurch aber aufgehoben. Ja, okay. Kann ich mir momentan eh noch nicht leisten, wie wir sehen, aber wir haben schon wieder 1200 Punkte. Also ein bisschen was besitzen wir schon wieder an Punkten. Kettenverschleiß, okay. Ist das bei den Reliktkräften mit Kettenverschleiß und Heiliges Kreuz? Blablabla. Okay. Interessant. Okay, da haben wir noch einiges an Punkten, was wir kriegen müssen, um uns dann richtig fertig zu skillen hier. Gut, dann lass mal weiterziehen. Warum wird das denn jetzt immer noch angezeigt, dass ich Talente freigeschaltet habe? Ach, weil tatsächlich noch irgendwelche neuen Talente dazugekommen sind, oder? Wenn die Lichtmagie aktiv ist, schafft diese Kombo einen Käfig aus wirbelnden Ketten. Ah ja, natürlich. Um dich herum. Während Feinde hineingezogen werden und Schaden erleiden, wird deine Gesundheit regeneriert. Klingt logisch. Na gut. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich schätze mal hier runter. Das ist eine neutrale Elementarenergie-Statue. Damit kannst du deinen Magievorrat auffüllen. Okay, dafür gibt es also auch Statuen. Drücke und halte die linke Stick-Taste, um neutrale Energie zu absorbieren und die Lichtmagie aufzuladen. Alles klar. Sehr gern doch. So, dann wollen wir uns mal in den Kampf stürzen, schätze ich mal, oder?
Auch wenn es weiter nichts ist. Ups. Sogar getroffen. Wahnsinn. Mit so ein paar Wölfchen sind, die wir platt machen müssen. Das geht ja noch. So, ich muss bloß mal kurz gucken, wie konnte ich denn ausweichen? Das überlege ich gerade. So nicht, so nicht. Ach, das war's, genau. Die linke Schultertaste hinten. So, machen wir doch mal hier ein bisschen den Flächenangriff, wo wir schon so viele auf dem Haufen haben. Da lohnt sich das doch auch. Sammeln wir ein bisschen Energie, lohnt zwar eigentlich gerade nicht so, aber naja. Haben wir noch mehr Gegner? Ich würde gerne mal mein Leben aufladen. Fällt mir gerade so auf. Natürlich nicht. Natürlich haben wir keine Gegner mehr. Dann bin ich auf die Idee gekommen, es auch zu tun. Oh, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hoch. So, hier hinten ist nichts. Ah. Gobbos. Wie süß. Oh, das war zu früh. Probieren wir es doch gleich nochmal mit dem Nachbar hier. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich seine Handgranate haben. Aber ich glaube, die lassen ja keine Fallen hier, ne? So, ja, Arschkrampfen. Oh, was? Ich glaube, es hackt. So. Damit sollte sich das Ganze doch erledigt haben. Immer noch einer. Na gut. Weiter geht's. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch, denke ich mal, wenn ich durch die Levels ziehe, nicht ganz so genau links und rechts schauen, ob irgendwo noch was ist. Eben weil ich sowieso dann wahrscheinlich im Nachhinein nochmal spielen werde. Wird wahrscheinlich die günstigste Variante auch fürs Let's Play sein. Auch wenn dadurch jetzt im Let's Play natürlich nicht zu sehen ist, wo ich die einzelnen Steinchen finde. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Soll schließlich keine Komplettlösung werden hier, sondern ein fröhliches Durchspielen einfach nur. So, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wo mich der andere Weg hingeführt hätte. Wenn ich an dem Altar rechts gegangen wäre und nicht links. Wahrscheinlich hätte ich da irgendwas sammeln können, so wie bei diesem Freund hier. Sammel doch bitte mal von ihm ein. Dankeschön. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ich war schuld. Du hast eine weitere Schriftrolle gefunden, natürlich. Gott bestraft uns für unsere Sünden. Die Welt versinkt im Chaos und wir werden alle bald sterben, gefangen im Limbus zwischen Himmel und Erde. Ohne Chance auf Erlösung, ohne Ausweg. Ich bin schwer verwundet und die Lykaner können mein Blut riechen. Sie jagen mich bereits. Mein Schicksal ist besiegelt. Lieber Gott, vergib mir. Kardinal Volpe schickte uns alle in den Tod. Aber wofür? Ich und meine Waffenbrüder liegen gebrochen und verloren am Wegesrand. Verdammt seien er und seine zum Scheitern verurteilte Mission. Er und die Ältesten sollten ebenfalls für ihre Sünden büßen. Oho, so böse Worte. Ich dachte, ihr seid alle fromme Freunde, die hier wirklich alles für ihren Glauben tun. Na, vielleicht werden wir da noch ein bisschen mehr erfahren über Kardinal Volpe, wer weiß. Könnte er sein. Früher oder später. Erstmal zerstören wir ein bisschen die Einrichtung hier. Du hast die Fokusschriftrolle. Kampffokus. Der Kampffokus ist eine uralte Technik der Bruderschaft des Lichts. Sobald er voll fokussiert ist, kann ein fähiger Kämpfer mit jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären aus seinen Feinden herausholen. Okay. Anwendungen. Die Kampffokusanzeige füllt sich, wenn du gut kämpfst, verschiedene Angriffe benutzt und selbst nicht getroffen wirst. Die Anzeige sinkt, wenn du zu wenig kämpfst. Setzt du Magie ein, dann füllt sich die Kampffokusanzeige ebenfalls nicht mehr. Okay. Ich schätze mal, wir bekommen jetzt genug Gelegenheit dazu. Die Fokusleiste ist während eines Kampfes am unteren Bildschirmrand zu sehen. Lass alle Runen aufleuchten, indem du Feinde triffst und Verletzungen vermeidest. Na komm schon, probieren wir das doch mal.
Komm schon, Freund. Trau dich. So wie ich mich traue. Will er nicht, oder was ist los? Ich glaube, er ist irgendwie ein bisschen passiv eingestellt. Ja, scheinbar soll er so sein, damit wir jetzt eben den Fokus voll kriegen. Okay, gut zu wissen. Gut so, bleib jetzt konzentriert, dann lassen deine Feinde nach jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären fallen, sodass du dich mit Magie versorgen kannst, bis der Kampf vorbei ist oder du den Fokus verlierst. Es war jetzt auch schwer möglich, keinen Fokus voll zu kriegen hier. Aber ich glaube, jetzt wird er ordentlich kämpfen. Ja, jetzt kämpft er ordentlich. Noch kann ich sie aber nicht einsammeln, ne? Aber man muss auch ein bisschen in der Nähe sein davon, wie es scheint. Ne, ne, ne. Nee. Komm schon. So, sammeln wir den Spaß mal ein. Auch wenn ich sowieso gerade voll bin. Aber macht ja nichts. Du solltest versuchen, diese Barriere irgendwie zu sprengen. Nein! Das ist ein grandioser Hinweis. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So, oh, du Sackgesicht. Stimmt, ich habe schon wieder vergessen, dass die ja mit Granaten werfen. So. Ach Mann, ihr nervt aber schon ein bisschen, ne? So, dann komm mal her, mein Freund. Eigentlich finde ich das ganz witzig mit dem Greifen und dann Niederschmettern. Ich befürchte irgendwie gerade, dass die fast unendlich kommen werden. Ich bräuchte mal hier die Handgranate. Nimm die doch mal bitte. Falsche Taste mal wieder. So, machen wir erstmal ein bisschen Platz. Und jetzt kommst du mal her und leist mir deine Granate. Hier drüben. Genauso dachte ich mir das. So, wo ist die Granate? Hier. Gut. Haben wir es doch schon. Ah, etwas zu spät ausgewichen. So, aber das sollte doch genügt haben, oder? Ja, ich glaube, jetzt ist Ruhe. So, ist eigentlich ein bisschen sinnlos gewesen, gerade die ganze Magie einzusammeln. Weil wir sowieso volle Magie haben. Momentan ist die Leiste ja noch nicht allzu lang. Aber naja, was soll's. Werden wir halt mal die Lichtmagie wieder ein bisschen anstellen bei mir. Denn es kommen ja sowieso früh genug wieder die nächsten Freunde, die sich da mit uns vergnügen wollen. So. Noch ein paar? Natürlich. Hey. Du Sackgesicht. So, gebt mal all eure Magie her. Ich nehme sie gern. Ihr braucht sie eh nicht mehr. So. Was haben wir denn hier? Achso, hier liegt jemand. Ich dachte gerade, was ist denn das hier auf dem Boden? Eine weitere Schriftrolle. Ich wäre auch mal ganz stark dafür, wieder ein paar Magiensteine zu finden, muss ich zugeben. Der große Dekub, was auch immer Dekub ist, war eins der größte und prächtigste Baum des Waldes. Er war so hoch, dass man seine Krone meilenweit sehen konnte. Manche glaubten gar, er sei lebendig und seine magische Kraft schütze den Wald vor den Angriffen der dunklen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob an den Legenden etwas Wahres ist, aber ich weiß eines. Die dunklen Fürsten, die in dem Baum wohl ein Symbol des Lebens sahen, belegten ihn mit einem Pestfluch, der unter seinem toten Stumpf immer noch lebendig ist. Ich würde sagen, diesen Pestfluch sollten wir mal auslöschen. Wäre eine Maßnahme. Komme ich hier drüben eigentlich hoch? Ich muss mal ganz kurz noch schauen. Nee, ne? Da müssen die Kanten schon leuchten, damit er sich festhält. Merke auch für das normale Leben, man kann sich nur an leuchtenden Kanten festhalten. Nicht leuchtende Kanten funktionieren nicht. Hier, da können wir uns festhalten, denn es leuchtet ja. Funktioniert auch im wirklichen Leben.
So. Kraxeln wir doch mal fröhlich hier rüber. Eigentlich wird es einem schon fast zu leicht gemacht. Mit diesen leuchtenden Stellen, wenn man dadurch immer weiß, was man als nächstes machen muss und gar nicht drüber nachdenken muss. Ist denn hier auch was? Hallo? Ah ja, eine Statue, die ich zerstören kann. Ohne Grund. Aber sonst scheint mir hier nicht allzu viel zu sein. Außer wir sollen wahrscheinlich einfach weiter rüber machen hier. Auch okay. Und das war's schon für den verzauberten Wald. Das ging schneller als gedacht. Na gut, wir haben einen Magiestein verpasst. Das ist sehr, sehr schade. Aber den werden wir bestimmt noch früh genug kriegen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Punkte ausgeben sollten. Guillotine-Upgrade. Was war denn die Guillotine? Das war der. Könnte man natürlich upgraden. Ja, warum nicht? Den habe ich wahrscheinlich noch am meisten eingesetzt dabei. Geben wir die 1500 Punkte mal aus. Ansonsten, naja gut, 600 und 800 Punkte. Hätten wir uns natürlich ansonsten zwei Sachen gleich holen können. Aber was soll's, weiter geht's mit den unterirdischen Höhlen.